Leute, was geht ab? Und zwar Stani Bunny ist am Start und ich wisst ihr, was ich schon immer mal machen wollte? Ich wollte ein eigenes Autohaus in Roblox haben und das werden wir uns jetzt bauen. Das Ding ist, ich hatte schon mal ein Autohaus, das wurde mir aber abgerissen, Mann. Da haben nämlich Leute mich geärgert und haben mein Autohaus kaputt gemacht. Deswegen fangen wir jetzt neu an, Leute. Wir werden unser Autohaus aufbauen, nämlich hier, zack. Ja, was? Ich benötige mehr Geld? Ich habe gar kein Geld. Wie soll ich denn die... Ich habe $500. Hey! Was? Wie soll ich denn die starten? Ach so, haben wir jetzt die Autos, Leute? Ich kaufe mir mal hier so ein bisschen Startgeld hier. Komm, 10. Das kostet nur 10 Robux hier, Leute. Macht das natürlich wie immer nicht zu Hause nach. Ich mache das jetzt hier ausnahmsweise, dass ich mir mein neues Auto ausbauen kann. Nämlich, ich will das hier von vorne auf mit euch aufbauen. Und das soll richtig cool werden. Und da können wir jetzt auch direkt, Leute, erstmal hier, zack, upgraden. Warte mal, Auto. Oh, wir haben sogar hier schon so ein Auto. Hä? Wir haben jetzt ein Fiat Multipler, Leute. Das ist natürlich jetzt, naja. Ich hatte mir eigentlich vorgestellt, dass wir ein paar bessere Autos haben hier. Und guck mal, oh Gott, wartet mal. Ich glaube, wir können jetzt nämlich das Auto fahren und dafür bekommen wir Geld. Oh Gott, wir können das sogar in unserer Stani. Können wir das in unserer... Och Mann, da muss man eine Sonderfarbe machen. Oh komm, ich will aber die Stani-Bunny-Farbe haben. Das ist aber jetzt eine Sonderfarbe. Die kostet 80 Robux, aber wir machen es einfach mal. Hä? Oh, die sieht richtig cool aus. Die sieht einfach genauso aus wie wir. Und wir können das Auto sogar auftunen und alles drum und dran. Sehr, sehr gut. So, jetzt habe ich erstmal hier die Farbe geändert, weil mein Autohaus von Stani Bunny soll natürlich in grün sein. Das sieht, ey. Und wenn wir jetzt mit dem Auto rumfahren, bekommen wir dafür Geld und können unser Autohaus weiter aufbauen. Aber ich gucke erstmal. Wir haben ja noch $6000. Da, wow, was hat der denn da für ein Auto gehabt? Wow. Okay, wir können ja erstmal weiterbauen. Und zwar, Upgrade. Ah, was? Wir können sogar die... Aha! Wir können sogar hier upgraden, Leute. Wow! Wir können sogar, dass wir halt bessere Autos raufmachen. Ja gut, aber ja, ich muss jetzt den trotzdem raufmachen. Das sieht dann jetzt halt ein bisschen anders aus. Aber nehme ich jetzt damit mehr Geld ein? Könnte das sein? Ich glaube schon, ne? So, dann können wir hier noch einen Teppich reinmachen. Eingangstür, was haben wir denn? Wir machen erstmal die Wand, Leute. Hier Wand. Das war erstmal hier so den Außenbereich von unserem Autohaus fertig bauen. Hier nacheinander muss das alles gemacht werden. Zack. Dass erstmal keiner bei uns einbrechen. Och, da fehlt uns noch ein bisschen Manometer. Da fehlt ein bisschen. Aber ist nicht so schlimm. Oh, Mann, ist nicht so schlimm. So, so sieht es schon mal aus. Ich finde es gar nicht schlecht. So, um noch ein bisschen mehr Geld zu verdienen, würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal eine kleine Rundfahrt mit unserem. Och, nee, Leute. Das fährt 15 km/h. Das ist doch übelst peinlich, wenn wir jetzt damit rumfahren. Oder geht das noch ein bisschen schneller? Was haben denn so die anderen Leute für ein Autohaus? Guck mal, der hat. Oh, der hat auch nur... Haha, ich habe eine coolere Farbe wie du. Der, wow! Oh mein Gott, hatte der gerade wirklich eine Lamborghini? Niemals. Ey, was? Guck mal, der hinter uns will gegen uns ein Rennen fahren oder was? Ich guck mal hier, ob hier irgendein richtig cooles Autohaus ist, aber... Oh, was? Wie weit ist der denn schon? Ey, das sieht schon sehr, sehr cool aus, muss ich sagen. Aber... Wie, oh, was hat der denn gebaut? Nein. Was ist das denn für ein Palast? Aber hier sind doch überall keine Autos drin. Okay. Was hat der denn hier für Supersportwagen? Das sind ja richtig teure Autos. Ich muss lieber schnell abhauen. Wir hauen schnell ab, weil das ist mir gerade ein bisschen peinlich hier mit dem Auto. Oh, da ist sogar die Polizei. Bei der Polizei müssen wir natürlich ordentlich fahren. Da dürfen wir jetzt hier nicht so... Ja, lala, ich bin ein ganz hier. 50 km/h ist in der Stadt erlaubt. Das fahre ich. Schneller fahre ich nicht. Aber ich finde unsere Sonderfarbe, sie sieht besonders bei Nacht. Guck mal, wie das auffällt. Oh nein, ich bin ausgestiegen. Holy moly. Ich mache mal hier den Sound an. Warte mal. Guck mal, den hören wir, oder? Können wir jetzt fahren? Hallo, fahr doch mal. Ey, fahr. Oha! Wir haben sogar Motorsound. Oh, aber der Motorsound ist natürlich sehr, sehr langweilig bei dem Auto. Können wir hupen? Nee, ach, ich dachte gerade, wir können hupen. Mann, ich bin schon wieder ausgestiegen. Aber guck mal bitte, wie gut die Farbe zu mir passt. Guck, Stani Bunny und das Auto. Ich habe jetzt aber keine Zeit. Wir können natürlich auch nicht den ganzen Tag rumfahren. Ich will Rennen fahren und ich will natürlich das Autohaus voranbringen. So, ich parke das Auto jetzt erstmal hier schön vorne bei mir hin. Guck mal, jetzt haben wir sogar zwei Autos stehen. Das ist natürlich auch sehr clever. Und wir haben mittlerweile $7300. Das ist Jackpot. Das heißt, wir können unsere Wände weiterbauen. Dass wir erstmal hier ringsrum alles sicher haben. Dass es schön cool aussieht und dass keiner bei uns einbrechen kann. Weil überlegt mal, da sind irgendwelche bösen Leute, die bei uns einbrechen. Wisst ihr was? Das dauert mir ein bisschen zu lange. Das reicht mir jetzt schon wieder. Ich werde mal Designfarbe. Oh Gott, wir können sogar das Autohaus in unserer Farbe machen. Das gefällt mir richtig gut. Sehr gut, primär. Guck mal, ich mache alles hier schön grün, dass jeder weiß, Stani Bunny ist hier zu Hause.
Das haben wir doch hier. Das, zack, haben wir ausgewählt. Sehr gut. Und ich brauche mehr Geld. Es reicht. Es reicht, Leute. Wir brauchen mehr Kohle und vielleicht auch neue Sportwagen. Ich würde sagen, komm, wir kaufen... Oh, 5 Millionen? 5 Millionen, Leute! Ah, komm, 5 Millionen, warum nicht? Einfach mal hier, dass wir ein bisschen loslegen können, dass das mal hier auch vorangeht. Ich will erst mal gucken, was wir so für Autos bauen. Wir bauen jetzt das Garagentor, da können wir immer reinfahren dann. Teppich in die Mitte, die Eingangstür muss da sein. Möbel brauchen wir noch nicht, erstmal die Wände fertig bauen. Zack, so, sieht schon mal ganz gut aus. Hier die Wand noch fertig bauen. Boah, ich bin gleich echt gespannt, wie das aussieht, wenn das fertig ist. Haben wir draußen jetzt alles fertig? Ja, sieht so aus, ne, wartet mal. Aber da fehlt doch noch draußen was. Ach, hier kann ich noch so ein... Oh, ah, guckt mal, jetzt kann keiner mehr bei uns einbrechen. Sehr gut, jetzt können wir hier vorne noch... Oh, was ist das denn, Leute? Wir haben jetzt hier unser Zeichen so gebaut, dann so ein Bürgersteig davor. Ich kaufe jetzt einfach alles hier, dass das richtig cool aussieht. Verschiedene Plattformen, bam, bam. Parkplatz, natürlich brauchen wir einen Parkplatz vorm Laden. Ah, da müssen wir gleich nochmal das Auto umparken. Denn da kommt auch noch ein Bürgersteig davor. Und dann gibt es drinnen, dass wir die Kunden empfangen können. Und den natürlich, falls jemand bei uns Auto kaufen will, können wir dann einfach sagen, natürlich, kommt her, setzt euch hin, esst was. Und ihr kriegt ein super Auto noch gleichzeitig ein Kaffeezimmer. Ich trinke eigentlich gar keinen Kaffee. Aber eine Küche ist gut. Eine Küche kommt rein, dann noch schön. Wow, die Lichter, Leute, wie hell das aussieht. Aber wartet mal. Wir haben jetzt unser Autohaus schon wirklich sehr, sehr schön geupgradet. Aber ich muss erstmal das Auto hier auf dem Parkplatz fahren. Sonst sieht das ein bisschen doof aus. Weil wenn das hier mitten in unser Autohaus, guck mal hier so schön, Leute. Zack, steht das Auto auf dem Parkplatz, so wie es sein soll. Und ey, wie schön das von außen aussieht. Wir gehen jetzt mal rein. Wir gucken uns das mal genauer an. Und dann müssen wir natürlich auch entscheiden, welche Autos wir in unserem Autohaus anbieten. Das Auto ist jetzt erstmal, naja, der Anfang. Sagen wir es mal so. Hier haben wir schon einen besseren Platz. Da könnten wir auch bestimmt was Teureres hinbauen. Wir gucken mal, was im Shop drin ist. Leute, was holen wir uns? Einen Lamborghini. Das wäre natürlich ein Dream. Ich überlege gerade nur. Guck mal, wir kriegen hier, oh Gott, doppeltes Geld durchs Fahren, Leute. Das müssen wir safe holen. Komm, mach auf. Warum kann ich das nicht holen? Hallo? Ich kann das nicht holen. Sportwagen? Ach, hier kann man denn noch... Oh mein Gott, man kann sogar sich Rennwagen holen. Wie krass ist das denn, Leute? Ja, okay, wir müssen das alles nach und nach machen. Ich muss mal da vorne hingehen, dass wir damit quasi dann noch was raufbauen können und die Autos uns holen können. Das müssen wir alles, Leute. Wie gesagt, das Autohaus baut sich nach und nach auf. So, erste Plattform haben wir. Zweite Plattform upgraden. Dritte Klasse ist die beste Plattform. Autos kaufen. Leute, welches Auto kaufen wir für unser Autohaus? Wollen wir hier so ein Polizeiauto holen? Boah, das gibt so viel Auswahl. Was gibt's denn so ein teures? Was ein halt richtig. Oh Gott, der sieht cool aus, Leute. Das Polizeiauto hier. Oh, mein Lamborghini! Oh, da kommt die Polizei! Nein! Oh mein Gott! Schnell rein! Nicht, dass die uns verhaftet! Wow, guckt mal, was wir hier für ein Auto haben. Das ist einfach mein Lamborghini, Freunde. Den fahre ich ja, also den habe ich ja auch. Ey, das ist ja sowas von cool. Das Auto müssen wir jetzt auf jeden Fall mal Probe fahren. Und guck mal, der macht $65 die ganze Zeit hier. Aber der kostet ja auch 450.000. Der war nicht sehr günstig gewesen. Und das Auto hier macht gar nichts. Das ist einfach nur schlecht. Okay, deswegen, wir setzen uns jetzt in unseren Lamborghini rein und machen da mal jetzt eine coole Rundfahrt, würde ich sagen. Oder wollen wir das Autohaus erst fertig bauen? Das Autohaus bauen wir gleich fertig. Okay, so. Ich will mich jetzt hier in mein ändern. Lamborghini. Kann ich mich da rein... Nein, ich will mich doch einsetzen. Hallo. Ich will das hier rein. So, zack, Autos. Achso, jetzt kann ich hier die verschiedenen Plattformen auswählen. Aber wie kann ich jetzt... Ah, hier kann ich Auto fahren. Zack. Oh, wir können sogar die Farbe ändern. Oh, wir können sogar, guck mal, die Reifen ändern. Aber das sind genau die Reifen, die ich auch bei meinem Lamborghini drauf habe. Dann können wir noch das Auto ein bisschen tiefer legen, dass es cooler aussieht. Machen wir. Einen Spoiler haben wir ja schon. Lass noch einen größeren Spoiler ranbauen. Zack, den hier. Ich glaube, der ist ganz gut hier. Boom. Dann haben wir das Auto schon mal ein bisschen aufgetunt. Dann würde ich sagen, machen wir noch schöne Rennreifen rein. So, gelb muss natürlich bleiben. Karosse, Bremssättel.
Wir könnten ja Bremssättel grün machen für Study Performance. Die Räder. Die Räder können wir. Oh, die müssen wir gelb machen eigentlich, sage ich euch ehrlich, Leute. Das muss ja schon zum Auto, das soll ja auch cool aussehen. Ja, das lassen wir so. Da sieht man, dass das Study Buddy und Stunny ist quasi, dass wir ja, so zusammen sind. Und jetzt will ich damit eigentlich fahren. 450, Leute. Boah. Boah. Boah, der Sound. Wow. Aus dem Weg. Ich kann sogar hupen. Guck mal, wie schnell der ist. Wow. Okay, ich probiere mal Höchstgeschwindigkeit hier zu erreichen. Schneidet euch jetzt besser an. Wow. Wow. Wow, ey, das Auto fährt sich richtig gut. Wie im Real Life. Wow, hier um die Kurve schnell. Ey, der Lamborghini ist so stark. Leute, wollen wir mal zum Rennen fahren? Wollen wir mal gegen andere Leute ein Rennen fahren? Das wäre doch ein geiler Plan. Das machen wir jetzt. Guck mal, da hinten ist die Rennflagge. Da fahren wir jetzt hin und niemand wird gewinnen gegen den Lamborghini, weil er der Schnellste ist. Oh Gott, ich kann da gar nicht langfahren. Upsala, ich wollte hier einfach rüberspringen. Was ist das denn hier? Ah, hier ist auch Rennen. Straßenrennen, okay. Wartet mal. Okay, ich fahre mal jetzt hier rein. Ah, hier ist doch gar keiner. Rennen ist gerade im Gange. Ey, komm mal hier. Oha, was hat der denn da für ein Tesla? Boah, die will ich aber jetzt mal zeigen, was ein richtiges Auto ist. Und zwar ein Lamborghini. Wo will der denn hin? Oh, oh, oh. Ey, der ist ganz schön schnell, ne? Ich muss ein bisschen besser fahren, Leute. Ah, ich mache hier mal Abkürzung. Hier, Abkürzung. Guck mal hier. Wow, kommt mal mit hier, Junge. Wollt ihr ein Rennen oder was? Oder habt ihr Angst? Kommt mal lieber mit, Junge. Die haben, glaube ich, Angst. Die haben Angst, Leute. Komm, renn. Komm. Warte, warte. Warum soll ich warten? Was will der denn hier, Leute? Komm, rennen. Komm, rennen. Ach nee, die machen untereinander ein Rennen, Leute. Die machen hier ein Tuning-Treffen oder so. Okay. Moin, moin. Ja, Jungs, ich habe jetzt hier aber keine Zeit, die ganze Zeit rumzustehen. Ich muss weiterfahren. Ich muss Geld verdienen hier. Weil, ihr wisst ja auch, fürs Rumfahren gibt's Geld. So, ich wollte jetzt da hinten mal hinfahren, da beim Rennen. Gucken, was da gibt. Aus dem Weg. Oh, hier machen wir einen Stunt. Wow. Oh, ich bin ins Wasser gefahren. Uiuiuiui. Ich mache hier gerade ein bisschen. Warte mal, ich fahre mal hier am besten auf die Straße. Nicht, dass wir Ärger. Oh, hier, guck mal. Hier ist auch ein Rennen. Ah, okay. Gut, aber müssen wir jetzt hier auch auf jemanden warten oder was? Starten hier. Wir können das Rennen fahren. Dünenrennen. Oh, ich weiß nicht, Leute, ob das unbedingt jetzt das beste Rennen für den Lamborghini ist. Nicht, dass wir damit durch Dings fahren müssen. Wisst ihr, was ich meine? Nicht, dass wir durch die Wüste fahren müssen, weil das ist natürlich kein Wüstenauto oder Geländeraut. Gleich geht's los. 15 Sekunden. Stunny Bunny wird sein erstes Rennen fahren mit unserem teuersten Auto im Auto aus dem Lamborghini. Aber wir werden uns natürlich noch teurere Autos holen. Mein Ziel ist es, den teuersten Bugatti überhaupt im Auto. Oh, guck mal, da war einer. Da war der wieder mit dem Tesla. Boah, ich müsste da eigentlich hinterher fahren. Aber jetzt geht's los mit dem Rennen. Ja, wo, traut sich keiner. Nein, das ist ein Wüstenrennen, Leute. Das war jetzt nicht so clever gewesen, dass wir den Lamborghini hierfür genommen haben. Aber ich probiere mein Bestes einfach. Ja, wir sind zu langsam hier. Wir hätten Offroad-Reifen auch auswählen sollen. Ich habe ja richtige Rennreifen wie ausgewählt. Oh, hier müssen wir noch die Zeit einsammeln. Zack, sehr gut. Mal gucken, ob wir hier eine gute Zeit schaffen. Vielleicht machen wir dadurch... Wow, 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 das ist natürlich ein bisschen gefährlich hier, was wir hier machen. Wo geht's lang hier? Hallo? Oh, haben wir es geschafft, oder was? Ja, hier, rein. Boom. Hä? Ich weiß auch gar nicht, was hier einsammeln. Okay, vielleicht muss ich das hier einsammeln alles. Wow, 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 wow. Ja, ich bin aber erster, steht hier. Boah, man sieht ja hier gar nicht durch. Hier hinten noch die Dinge einsammeln. So, zack. Das auch nochmal. Wir haben es geschafft. Rennen ist vorbei. Hä, was war das denn? Was war das denn für ein komisches Rennen? Ja, keine Zeit. Die anderen, die haben ja eh Angst vor mir. Ich hole mir jetzt gleich noch. Boah, wow, ich bin fast durch Wasser gefallen. Ich muss mir jetzt ein besseres Auto holen, dass die noch mehr Angst vor mir haben. Den stellen wir natürlich hier hin, Leute. Zack, den stellen wir hier hin. Aussteigen. Und dann geht es wieder rein ins Auto raus. Und dann guck mal, hier ist auch. Ah, teleportieren, hier rennen. Ah, okay. Wenn wir eingeladen werden. Wir bauen jetzt erstmal das Auto aus weiter. Hier oben die Wand. Dass wir noch eine zweite Etage haben. Und dann können wir noch mehr Autos uns holen. Oh, das ist ganz schön teuer hier. Ich baue jetzt hier das alles durch hier. Dass wir alles hier fertig haben. Schön die Wände fertig. Komm. Zack. Und natürlich ein Dach muss rauf. Dann bauen wir hier noch die verschiedenen Plattformen für die ganzen Autos rein, die wir gleich fahren. So. Und die Treppe muss natürlich auch rein. Geländer, dass niemand runterfällt. Dann noch ein Tisch für die Kundengespräche, ein Büro. Guck
Konferenzraum für die Mitarbeiter, noch ein Büro, noch ein Büro. Oh, ist ja logisch, Leute. Wir müssen viele Büros haben. Ein Autoaufzug. Ich kann mit dem Oh, das wird so cool werden. Und noch Badezimmer. So, Leute, wir haben alle Artikel im Autohaus. Wir haben alle Autos, also wir haben alles. Guck mal, so sieht das fertige Autohaus von außen aus, von Stani Performance. Aber was natürlich in meinem Autohaus fehlt, sind Autos. Und deswegen müssen wir hier eigentlich gleich mal weitermachen. Und ich will nicht, dass hier so ein Auto in meinem Autohaus steht. Nee, wir sind Premium. Deswegen werde ich jetzt das Auto hier... Ach nee, da müssen wir wieder rausgehen. Wir müssen das Auto erstmal weg. Da muss ein anderer Sportwagen her, Leute. Ein anderer Supersportwagen. So, nee, Plattform 1 war das. Zack, ändern. Und da... Guck mal, oh Gott, der hat, was war das? Oh, der fährt, ich brauche noch einen besseren Lamborghini. Wow, der kommt mich besuchen. Hallo, hallo. Wow, oh, der hat einen Centenario. Boah, das Auto sieht auch sehr, sehr cool aus. Was geht ab, Bro? Komm, renn. Oh, der hat auch den Huracan. Wie cool ist das denn? Oh, ich will rennen gegen den fahren. Komm, renn, wenn du dich traust. Oh, traut er sich nicht? Komm. Rennen. Los, komm, renn. Ich glaube, er traut sich nicht, oder? Oh Gott, okay. Okay, der hat auch ein schnelles Auto, Leute. Ich fahre jetzt mal da hinten. Hier war ja irgendwo Rennen gewesen. Oh. Wusste er. Oh, er ist weg, Leute. Hat er Angst, oder was? Ich habe ihn verloren, oh nein. Aber der hat so ein cooles Auto gehabt. Ich weiß nicht, wo er ist. Wo ist er hingefahren? Ja, der wird schon wiederkommen, Leute. Aber ich glaube, er hat auch ein besseres Auto gehabt wie wir. Deswegen stell den jetzt erstmal wieder hier hin. Und dann werden wir erstmal gucken, dass wir ein besseres Auto kriegen. Und zwar hier. Das müssen wir erstmal upgraden, Leute. Und dann müssen wir das ändern. Und zwar, wir brauchen ein neues Auto. Die Frage ist, wie kann ich denn jetzt da ein neues Auto für kaufen? Guck mal hier, das kann ich auch upgraden und dann können wir hier Auto... Ah, okay, ich kann jetzt hier nochmal ein Auto kaufen und das kann ich dann auch für die erste... Ah, okay, ich check's, Leute. So, was ist denn teurer? Was ist denn hier noch ein teurer... Oh, ich würde gerne den hier, den Aventador haben. Oh, der sieht auch so cool aus. Was ist denn das teuerste Auto? Der Königsegg. Ja, okay. Oh, das ist auch... Leute, guck mal den Bugatti hier an. Ey, die holen wir uns alle auch noch für unser Autohaus, aber wir müssen erstmal langsam anfangen. Ich würde sagen, wir holen uns noch so ein Polizeiauto. Oh, das kostet Robux, Manu. Dann hole ich mir ein Essen. Oh, ich hole mir so ein Ferrari hier, Leute. Das sieht doch auch cool aus fürs Autohaus. Zack, den Ferrari hier drauf. Sieht doch sehr, sehr nice aus. Und vor mir, hier ist ein Kunde. Ah ja, bist du Standardskill? Natürlich bin ich Standardskill. Ja, komm, renn. Nee, aber warte mal, Leute, wenn er ein Rennen will, dann komme ich jetzt mit meinem Ferrari. Wisst ihr, was ich meine? Dann fahren wir mit unseren... Zack. Die müssen natürlich noch hier richtige Farbe machen. Die Räder noch in die richtige Farbe. Das noch in die richtige Farbe. Dass das Auto auspasst. Dann müssen wir hier noch Rennreifen schnell raufhauen. Zackig. Und noch schnell. Ja, wir machen hier noch schön teure Felgen rauf. Schöne Tieferlegung. Und noch einen richtig coolen Spoiler. Und dann können wir das Auto jetzt fahren. Komm. Komm. Oh, ich hab ihn umgefahren. Komm. Oh, ey. Komm noch! Renn oder was? Komm! Oha! Oha! Wie schnell ist der? Ey, was? Leute, wieso... Was ist das für ein Auto, was der da hat? Ey, guck mal, wie schnell der ist. Aber nee, wir sind schneller. Ich fahre besser wie er. Ja, aber... Ich muss sagen... Boah, jetzt habe ich hier einen geholt. Tja, das war's wohl, wa? Das war's wohl. Komm, ich will hier... mit dem. Der soll mitkommen. Ich werde jetzt mit ihm hier ein Straßenrennen fahren. Wenn er sich traut. Komm, Straßenrennen. Nein, komm, renn. Er soll rennen kommen. Er soll hier zum Straßenrennen kommen, Leute. 1 gegen 1. Ja. Das müssen wir jetzt. Er hat ein sehr cooles Auto, aber ich glaube, ich bin ein besserer Fahrer. Hier soll er reinkommen. Wenn er sich traut. So. Start, Leute. Ich würde sagen, wir machen einen Drag Race. Ein Drag Race, das ist also quasi Beschleunigung. Okay? Deine Entscheidung, sagt er. Oder ist er das? Ich weiß nicht. Leute,
Wir müssen gucken. Ich hoffe, wir werden das gewinnen. Das ist, glaube ich, der Rollmops, gegen den wir hier antreten. Mal gucken, was der Rollmops drauf hat. Ich gebe Vollgummi. Bam! Nein. 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 Ey, wir haben so schlechtes Auto. Ich... Nein. Nein. Oh Gott, ich habe mein Auto hier festgefahren. Oh. Nicht gut. Wie können wir das denn wieder herstellen, das Auto? Wie kann ich das denn jetzt wieder herstellen? Nein. Mein Auto. Aber ich kann das einfach hier auswählen. Oh, okay, super. Wir haben verloren. Wir haben verloren. Okay, ich hole anderes Auto. Okay, Leute. Wir holen jetzt ein anderes Auto. Das lassen wir uns aber nicht gefallen. Also das lasse ich mir hier nicht gefallen, dass wir verlieren. Wir haben gerade erst angefangen, wir müssen uns ein besseres Auto holen. Ah, guck mal, der kommt sogar hinterher. Das wird hier noch ein richtig krasses Duell werden. Ab zum Stunny-Bunny Autohaus. So. Ich brauche ein schnelleres. Wir brauchen ein schnelleres. Es reicht. Der will uns hier ärgern. Dann kaufen wir uns ein besseres Auto. Hier, wartet. Hier unten. Upgrade, upgrade, upgrade. Neues Auto. Auto ändern. Okay, ich muss hier im Shop erstmal mehr Autos kaufen, Leute. Wir kaufen uns jetzt den Lamborghini Aventador. Boah, damit wird er, glaube ich, einige Probleme kriegen. Das Auto ist, glaube ich, extrem schnell. Und das werden wir jetzt auch direkt hier hinbauen. Und dann, warte mal, ich werde direkt im Shop noch ein Auto kaufen. Oh, wir haben nur noch das Auto hier. Wartet mal. Haben wir noch ein Auto? Die sind in der Garage. Okay. Nee, wartet mal. Ich muss das ändern. Der muss hier rauf. Zack, das Auto. Sehr gut. Und dann werden wir... Nicht, dass der unser Autohaus auslacht. Ich muss schnell das Auto hier. Das werden wir hier. Das raufstellen. So, Leute. Jetzt sieht's doch schon mal ganz cool aus. Oh! Der hat... Oh, der hat einen Bugatti. Boah, nicht schlecht. Aber was wird der jetzt hierzu sagen? Boah! Komm, rennen. Junge, komm, renn, Alter. Wenn du dich traust. Das kann doch nicht sein. Aber warte, ich muss vielleicht das Auto einmal hier. Einmal Rennreifen. Zack. Farbe ist gut. Felgen sind auch gut. Tieferlegung. Und noch ein Spoiler in anderen hinten drauf. So, komm mit. Komm mit, wenn du dich traust. Gegen den wird er doch keine Chance haben, oder? Boah, das Auto sieht man gar nicht vor uns. Boom, weg mit dem. Wir fahren jetzt hier zum Rennen. Wo waren das nochmal mit dem Rennen, Leute? Das war hier links, glaube ich, irgendwo, oder? Ja, komm schön mit. Ah, hier war das mit dem Rennen, Leute. Super. Start und das. Ich will ein Stadtrennen haben, Leute. Ich will ein Stadtrennen. Wir sollen ein Stadtrennen machen. Oder auf der Autobahn. Autobahn, Autobahn, Autobahn. Vielleicht macht der Autobahn. Komm. Mach Autobahn. Ahaha, was will er denn damit sein? Okay, wir machen Start. Wir machen Start. Was will er denn da mit seinem Auto, Leute? Wer kommt da mit seinem Fiat Multipla an? Oh. Ey, der hat doch gar keine Chance. Wir nehmen einfach die Strecke hier. Komm. Oder die da. Ja, nimm mal die erste Strecke. Alle drei Leute. Jetzt waren wir ein Rennen gegen drei Leute. Ich hoffe, wir werden das gewinnen. Bitte. Stani Performance, das gute Autohaus, muss jetzt zu seinem Namen gerecht werden. Ich glaube, der hat keine Chance da hinten. Und ja! Oh mein Gott, sein Auto ist schnell, Leute. Sein Auto ist sehr, sehr schnell. Oh, oh nein, 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 nein. Oh Gott, das ist ein guter Rennfahrer. Der ist nicht schlecht. Der macht Stani Performance fertig. Ja, ich habe ja auf mich gewartet, oder was? Ah, wir haben ihn. Oh. Hier rum. Oh, rum, rum, rum. Ja. Wow, wow, wow. Ausgebrochen. Er hat keine Chance, Leute. An unser Autohaus vorbei. Boom, hier rum. Zack. Schön gedriftet, Leute. Wir sind Erster. Oh. Aus dem Weg. Oh Gott, der ist schnell, der ist schnell. Nein, nein, nein. Oh mein Gott, ich bin gedriftet. Oh Gott, der ist gut. Wow. Das wird knapp. Ja!
gewonnen! Wuhu! Juhu! Okay, zurück zum Autohaus. Wir holen uns ein neues Auto. Ich glaube aber, sein Auto... Er geht offline, Leute. Er muss offline gehen. Okay, dann schreiben wir ihm jetzt gute Nacht noch. Das war aber ein lustiges Rennen gewesen. Hat richtig Bock gemacht. In der Zeit müssen wir uns auf jeden Fall noch bessere Autos holen. Das Auto hat einfach 6 Robux gekostet. Das war gar nicht so günstig gewesen. Aber ich muss erst mal mein Autohaus weiter hier noch aufbauen. Alle sind herzlich willkommen, natürlich mich zu besuchen. Wir müssen aber jetzt in... ich würde fast sagen, dass wir in den Autoshop gehen. Und ich kaufe mir für oben jetzt auch noch das Auto hier, Leute. Oh mein Gott, der sieht... Warte mal, was ist denn besser hier? Der pro Meile macht der Head Handling an Geschwindigkeit 238 hat der. Und der 207, okay, der ist schon mal nicht so schnell. Der 209. Boah, was hat der denn? Bugatti, Leute. Boah, 228, brutal. Ich glaube, ich kaufe mir für oben, kaufe ich mir den hier, Leute. Den McLaren, der sieht auch richtig cool aus. So, den McLaren können wir auch direkt aufbauen. Und dann können wir mal so einen Überblick von unserem Autohaus bisher machen. So, wartet mal hier. Plattform 1, das ist Plattform 2. Wir haben nur Supersportwagen drin. Nur Supersportwagen. Hier kauft man natürlich wieder die Upgrades. Dann stellen wir hier das neue Auto hin. Und zwar den hier. Bam! Und der steht jetzt oben bei uns in der nächsten Etage. Wir können ja mal hochgehen. Ey, kommt mich keiner besuchen gerade im Autohaus. Okay, dann haben wir kurz Zeit. Guck mal, wir können... Hier, warte mal, können wir da mit dem Auto reinfahren? Niemals, oder? Ich probiere das mal. So. Geht doch gar nicht, der Autolift hier. Geht der? Nee, der geht gar nicht. Schade, ich dachte, der Autoaufzug geht oder geht der nur von oben? Ganz merkwürdig. Und hier steht auch unser erstes Auto. Hier sind doch die ganzen Räume. Warte mal, geht das hier irgendwie auf? Nee. Schade. Doch, der geht sogar. Ah! Wartet mal. Der geht sogar. Lol, ich dachte, das funktioniert nicht, aber der funktioniert wirklich. So, wir müssen mehr Autos kaufen. Wir brauchen mehr Autos in unserem Autohaus und wir brauchen auch mehr Geld. Komm, ich hole jetzt nochmal... Oh, ich hole jetzt nochmal 5 Millionen. Komm, auf die hohe Kante, dass das Autohaus hier voll wird. Zack, 5 Millionen nochmal geholt. Und das heißt, wir könnten uns ein... Oh mein Gott. Ein Bugatti holen. Ein Bugatti Chiron haben wir uns jetzt gerade geholt. Nein. Leute, den machen wir natürlich wieder in... Ihr wisst, in welcher Farbe wir das machen. In schön grün. Und da werden wir natürlich tiefer legen. Einen Spoiler hinten ranbauen. Und Rennreifen drauf machen. Ist der jetzt eigentlich schneller? Wow. Wie cool. Leute... Nein, ist der schneller als mein Dings? Wir gucken mal kurz. Der hat Geschwindigkeit 238 und der hat Geschwindigkeit 235, aber hat Handling auch 9. Wir können ihn ja mal testen. Wir müssen mal rausgehen. Und dann werde ich den mal Probe fahren. Ich glaube nämlich, der Bugatti Chiron ist nämlich in der Beschleunigung wahrscheinlich deutlich besser als mein Aventador, den wir gekauft haben. Wir gehen rein, fahren. Boah, der sieht auch cool aus in der Kombination, in so grün-blau. Der fühlt sich langsamer an, muss ich sagen. Also, ja. Guck mal, Hupe. Der Sound ist auch anders, ne? Boah, ich weiß nicht, Leute. Also, ich fand den Aventador ein bisschen besser. Freunde, das war's mit dem Autohaus-Simulator gewesen. Wenn ihr weitersehen wollt, wie wir unser Autohaus aufbauen, lasst ein Like und ein Abo da. Ich mache jetzt hier nochmal einen coolen Stunt. Schneidet euch an, Stunny Bunny. Wuhu, Jupiter.